Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Canterbury Infinity. Bis gerade 6, das eine fällt mit Hafer, habe ich schon geerntet. Ich bin schon beim Sonnenblumen ernten. Ich hoffe, man versteht mich. Meine Stimme ist leicht angeschlagen, beziehungsweise einen kleinen Husten habe ich. Ich probiere es aber zu vermeiden bei der Aufnahme, damit sie es nicht hört, beziehungsweise ja. Beziehungsweise damit es nicht so laut ist. So, jetzt geht's. Da ist halt dann nur noch abgeschaltet. Da geht's nicht mehr. So, jetzt fahre ich da noch einmal hoch. Danach aktiviere ich den Helfer. Und dann bin ich zwar vorgewendet dort gefahren. Sehr gut. Man heißt eigentlich der Fahrer schon ohne Probleme. Würde ich mal behaupten, stört man schon da so vorwärts. Und wir jetzt schrecken wir waschen gleich mal. Ich nehme gleich den mit auf zum Hof, weil zu 90% weiß ich schon, was die erste Arbeit ist bei dem Feld, was wir geerntet haben. Und zwar so wie immer aus Böhmen. Jetzt schnell düngen und danach aussehen oder graben. Kommt halt drauf an, was wir brauchen. Das könnten wir aber jetzt vorher zuerst noch schauen. Und zwar muss nicht gepflügt werden, das ist einmal gut. Und gerade wo drauf, na. Wir haben zweimal Sonnenblumen, zweimal Raps, Hafer haben wir geerntet. Zwei, drei, viermal die Sojabohnen. 11 ist Zuckerrohr, 14 ist der Ölrettich und 23. ist Hirse, das haben wir noch mal. Das heißt, das, was eigentlich verbraucht wird, und so wäre Mais. Mais haben wir keinen. Dann werden wir auf den 5er Mais ersetzen. Wenn wir diesmal zwei Felder gleich mit Mais machen. Den Mais haben wir 214.000. Also D3 und D3, was wir am meisten brauchen. Von D2 könnt ihr eher Feld wieder machen. Kartoffeln und Zuckerrüben haben wir je über 100.000.
Und von den 200.000, 30.000 Bambus. Das sind die Bambusfasern, oder? Oder ist das Zuckerrohr? Das Zeichen ist Zuckerrohr. Aber da ist Zuckerrohr. Bambusfasern ist das andere da. Das schaut ja nicht mehr so schlecht aus eigentlich. Und wenn wir noch unseren Logischen kennen. Einmal Gerste, einmal Weizen. Oder umgekehrt, weiß jetzt nicht auswendig. Einmal Hafer nochmal. Und von D3 je zwei. Weil wir auch voll, glaube ich, mit Mais machen. Rauchen tue es eigentlich nicht. Rauchen tue es eigentlich nicht. Ich muss sagen, zum eigentlich sind wir nicht unterwegs, was das angeht. Aber dann mal da drin Dings gesehen. Aber Leuten, was ist denn das, was da im Bauschen drin steht? Pack. Okay. Wohlfahrt der Kreischer. So passt schon. Nicht so viel, bevor sie wieder einen Karl kaufen müssen. So, das heißt, wir könnten uns echt darauf ausruhen, noch einmal einen Tag nur Sojabohnen, Raps und Dings auszusetzen. Ja, Hafer und Hirse eventuell noch einmal Folter. Sonnenblumen, Sojabohnen, Raps. Glaube, das werden wir so machen, dass wir hauptsächlich die drei Sachen jetzt noch einmal aussetzen. Jetzt wahrscheinlich wir noch die zwei Falter mit Zuckerrohr und Ölrettich fertig gemacht hätten. Man könnte dort noch Hafer aussetzen und Hirse noch zusätzlich. Weizen und Gerste braucht man nämlich zurzeit nirgends von den Produktionen.
Für die Tiere, für die Schweine. Rein nur für die Schweine. Mal schauen. Wenn man schon das am besten ist. Ich bin gerade beim Überlegen, wo ich die Sachen brauche von den Produktionen nachher her. Wenn es mich nicht täuscht, ist es die Energy Drink Firma. Weil ich Weizen und Gerste nachher brauche. Mit den Helfer da jetzt gestartet habe. Falscher Knopf. Wenn man auch schon noch, weil ich wäre neugierig, wann was der kostet. Und zwar, was man nicht täuscht, ist es der da, die Softdrinkfabrik. Cerealien. Und er braucht Diesel, Paletten, Cerealien, also Weizen und Gerste und Hopfen. Und kriegt euch wieder das Bayerfina, was der Kompost, weil der auch Kompost ist. Und kostet Quanta durch Day. Nur 714.000 Euro. 712.000 Euro. Hätte aber. Ein schönes Wesen, Tomatoma. Da ist mir aber Data nachher lieber. Weil der hat da auf größere schöne Wesen. Kostet da um einiges mehr. Und ich kann es auch als Weiterproduktion gerade nutzen. Nur warum der Schnee ist, den verstehe ich gerade noch nicht. Aber ist egal. Ich muss nicht alles verstehen. Das, wenn die Oliven haben wir ja noch immer nicht rausgekriegt. Der ist ja noch immer voll, ja.
Das waren die Oliven, habe ich noch immer. Schauen wir mal, ob ich noch nicht rauskriege. Ich glaube, ich muss recht warten, bis er die 100% hat. Das wird sich noch weisen. Der ist am zu. Das passt soweit. Der ist sogar. Der Wasser können wir jetzt noch schnell holen. Alles gut sich. Danach wird der eine Helfer, was düngen tut, fertig sein, damit wir dort mit der Sämaschine drauf können. Sojabohnen waren drauf, was setzen wir dann noch? Raps oder. Raps oder Sonnenblumen. Die Sonnenblumen müssen die aber kochen. Das war der Helfer fürs Düngen. Schau nochmal. Obwohl, er fährt weiter. Das ist sehr gut. Er hat nicht alles erwischt. Das wollen wir Handy. Habe ich vergessen, laut losschalten. Bam, bam. Jupp, schaut gut aus. Könnt ihr theoretisch da stehen lassen, weil der drum ist ja noch so weit, dass er gleich aufs andere Feld düngen schickt. Und unseren großen Massefergesen müssen wir noch herbringen. Na, den wir brauchen jetzt dann. Aber zuerst ist voll. Oh je. Das zuerst. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Da haben wir wieder was zum Verkaufen. Gut, dann wieder zurück. Das Wasser bringen wir jetzt noch um.
dann müssen wir ihn aus Ferguson holen. Ich habe eine Fliege hier im Raum. Die sitzt gerade über mir unter Deck. Setz es kurz hin. So. Erwischt. Der Helfer, der hat ihn von ihm cool. Liebe Leute, das war's aber für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich werde jetzt ein bisschen offline machen, einen Termin in Massen Ferguson aufbringen. Beziehungsweise vielleicht ist eine feldfertige Erntetour. Und zum nächsten dann schick. Zum nächsten Erntereifenfeld. Und dann ist es schon soweit, dass wir wieder grubbern müssen, düngen etc. 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 Passt, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.